best und blieb's im Mingersiel. Victoria, mi Am Montag startet die dritte Liga für Viktoria Köln mit einem Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim. Da lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, die Höhenberger Jungs beim Training zu besuchen. Für Simon Handle ist es bereits die vierte Spielzeit für den Verein von der Schelsig. Wir haben ihn gefragt, ob er heiß ist auf den Ligastart. Ja, wir haben natürlich Lust, dass es wieder losgeht. Wir freuen uns drauf. Wir schauen, dass wir die gute Vorbereitung, die wir gehabt haben, auf den Platz bringen und wollen natürlich gewinnen am Montag. Schnelle Antwort vom Flügelflitzer, der unter Waldhof-Trainer Patrick Blöckner bereits in der Regionalliga kickte. Freut sich Viktorias Nummer 7 auf ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Coach? Ich kenne den Trainer, ist natürlich jetzt aber unser Gegner, von dem her kann man nach dem Spiel ein paar Worte wechseln, aber die 90 Minuten ist es der Gegner. Direkt zu Saisonbeginn gibt es ein Abendspiel. Spielen Sie lieber bei Tageslicht oder ist Fußball am besten im Schein der Flutlichtstrahler? Ja, Flutlichtspiele sind immer cool, wobei für mich macht es keinen Unterschied, Hauptsache es ist wieder Spiel. Du bist und bliebst im Mingersiel, Viktoria Michael.